So, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück bei Lucky and Spawned. Ich bin euer Bombe und ziemlich gut drauf heute. Und wir machen heute mal wieder ein 1v1 Only, Leute. Aber erstmal, ihr kennt das, Werbung. So, Leute, ihr alle kennt mittlerweile die Seite awayahub.com, die wirklich gut ist für Ingame-Items, unter anderem eben auch für Rocket League. Und dieser hat im Zuge unseres LAES Summer Cups mal wieder einen extra Rabatt von 5% eingerichtet. Also schlagt nochmal richtig zu. So, Leute, da bin ich dann auch schon wieder und ich möchte natürlich hier nochmal an dieser Stelle kurz auf die 5% bei AOEAH hinweisen. Leute, ich hatte die Boys da gefragt, ob die das während der Turnierzeit machen, ne? Also KW 31, 32. Und ja, und mein Ansprechpartner war da so großzügig und hat gesagt, weißt du was, wir machen das ab jetzt schon und zwar bis zum Ende des Turniers, Leute. Also, wenn ihr irgendwas von Rocket League oder sonstigen Gaming-Items braucht, Leute, dann ist jetzt definitiv der richtige Zeitpunkt, denn aktuell ist unser Rabattcode da auf 5%. Erhöht, Leute. Also geht ordentlich mal da irgendwas einkaufen, Freunde. Ja, ansonsten, wie gesagt, wir machen heute wieder Rocket League. 3 Spielchen, Champions Alltag, 1v1. Warum? Keine Ahnung. Ich fühle mich heute einfach gut drauf. Rang habt ihr gerade gesehen, Diamond 2. Sehr, sehr hoher Rang für mich, 1 gegen 1, ehrlich. Und dann nochmal Cam-Settings, Steuerungssettings. Ach so, Leute, und ich zeige euch mal eben was. Das betrifft euch ja auch in gewisser Weise. Und zwar bin ich tatsächlich gerade damit dran, so ein bisschen in Richtung Fashion zu gehen mit LAES. Aber, ja, oder beziehungsweise, das hier ist jetzt erstmal der erste Versuch. Also Rückseite, erstmal ganz, ganz simpel, Leute. Rückseite, Vorderseite, Logo. Sieht scheiße aus, oder? Ich finde es unnormal kacke, weil, also ich habe es halt jetzt bedrucken lassen bei einem, bei einer Firma, bei Spreadshirt, kann ich ja ruhig sagen. Ich finde, die Farben sind überhaupt nicht stechend. Also die Farben sind viel zu zurückhaltend. Finde ich ganz, ganz furchtbar. Und die Größe fällt auch sehr, sehr, sehr klein aus. Obwohl die extra eine Größentabelle online haben, Spreadshirt. Und ich das anhand der Maße bestellt habe. Das sollte mir eigentlich passen, laut der Maße. Aber die Maße passen einfach nicht aufs Produkt. Also habe ich da jetzt schon wieder Beschwerde eingereicht. Und ja, das kann sich jetzt nur noch um Jahrzehnte handeln, bis da sich irgendwas tut. Also finde ich schon wieder scheiße. Aber es wird in Zukunft auf jeden Fall mal Richtung LAES Fashion gehen, Leute. Ihr könnt ja mal in die Kommentare kurzfristig schreiben, ob ihr da vielleicht auch mal Interesse dran hättet, der ein oder andere von euch. Ja, ansonsten, Leute, wir sehen uns im ersten Spiel. Viel Spaß. Ja, Leute, das ist jetzt nicht dein erstes Spiel, sondern schon das zweite Spiel. Ich habe gerade schon einen gemacht, das musste ich aber aufgeben, weil der Gegner mit Lack einfach überhäuft worden ist, Alter. Und ja, deswegen sind wir jetzt hier für das Video im neuen Spiel. Ja, okay, da hätte ich nicht zum Boost fahren dürfen, sondern sofort nach hinten. Aber ich glaube, der wäre trotzdem deutlich vor mir dran gewesen. Hier ist der Kickoff. Oh, natürlich geht der da hoch. Natürlich geht der da hoch. Sehr schön gemacht. Sehr schönes Dribbling gewesen, ey. Ich krieg den fucking Blitz nicht. Oh, nice. Bleiben wir dran, wir haben 20 Boost. Boah, ey, die Nutte bangt mich da komplett weg, ey. Alter, ey. Ja, viel zu hoch. Aber ich muss im Tor bleiben. Wollte ehrlich gesagt nicht riskieren, da den Boost zu holen. Ja, den holt er sich jetzt eh. Oh, ey. Also ohne Scheiß, Leute. Habe ich gerade auch schon in dem verkorksten ersten Spiel gesagt. Junge, du hast wirklich Bock auf Rocket League, ne? Du gehst online und hast sogar Bock auf 1v1. Aber das wird einfach nicht belohnt, ne? Also, das dauert keine 20 Sekunden. Du hast keinen Bock mehr auf dieses Wix-Game einfach. Der geht natürlich direkt. Wieder kommt der sehr, sehr ungünstig für mich, ey. Oh, schade, ey. Versuch war es wert, aber das war natürlich wieder viel zu risky. Und da das Spiel ja das unbelohnendste der Welt ist, Alter. Gott sei Dank war ich da noch irgendwie dran. Jetzt kriegt er natürlich wieder den Boost.
Aber schöne Challenge von uns. Oh, ich habe lange Eck versucht, da wäre er nicht mehr hingekommen, aber. Schön den Bus weggeklaut von ihm, ey. Oh, ey! Da kommt der da gerade noch so dran, ey. Und auch da sage ich mal ganz klar, da wollte er nicht hin. Oh, schade, ey. Ja, ich bin schon wieder viel zu viel Aerial unterwegs, auf jeden Fall. Ich mach schon wieder viel zu viel Aerial. Oh. Rocket League ist das größte Fickspiel dieser Erde, ganz ehrlich. So unbelohnend kannst du nicht sein, Alter. Ich glaube, das ist so auf einer Stufe mit FIFA, Rocket League, ehrlich. Nur, dass hier das Momentum fehlt. FIFA hat wenigstens die Rechtfertigung, dass sie das scheiß Momentum da reinprogrammieren. Mein Gott. Ich krieg ihn nicht auf dem Dach. Wollte nur den Boost, wir rammen ihn weg. Ey Junge, du kriegst den Ball und er kriegt den Bump, Alter. Ist das ein dreckiges Nuttengame, ne? Junge, also ganz ehrlich, Leute, wer euch erzählen möchte, dass im 1 gegen 1 Luck keine Rolle spielt, der hat keine Ahnung vom Spiel, sag ich euch ganz ehrlich. Der hat einfach keine Ahnung vom Spiel. In 1 gegen 1 spielt Luck die größte Rolle, Alter. Luck geht hier vor Skill, ey, ich sag's euch. Na, hat er mich schön reingebaitet. Hat er wenigstens mal eine Sache gemacht, die nicht Luck geschuldet war. Na, ist der Kickoff. Oh, ich krieg den scheiß Ball nicht auf der Hut vernünftig. Oh, schade. Wären wir fast nur außen rumgekommen, weil er da oh, nice. Den Spieß haben wir schnell umgedreht, ey. Geile Situation gewesen, ey. Na, schade, ich hab versucht da außen vielleicht vorbei. Aber wir kriegen den Boost. Ja, nice. Boah, ey, das gibt's einfach nicht, ne? Auch da, ne? Guck dir das Outcome von den 50 an, ne? Der hätte den jetzt reinmachen können. Hätte der Boost gehabt, hätte den reinmachen können. Sehr nice gemacht. Sehr nice gemacht. Ich habe ihn aber auch da echt geil reingebaitet. Durch die zwei Touches vorher, die eigentlich nur für Style waren. Nice, das sollte auf jeden Fall der Kickoff Goal sein. Ist es auch. Ja, und da sind wir wiedergekommen. Und deshalb, Leute, never don't give up. Oh, den verkackt er vollkommen. Auch da wieder, ne? Guck mal, hätte er mich jetzt nicht gebammt, dann hätte ich den reinmachen können. Dann hätte ich einen 0-Sekunder machen können. Aber er hat natürlich wieder Luck, dass er mich da bammt. Ne, boah, ich hasse dieses Game, ey, ehrlich. Wieso spiele ich das? Oh, ey, das wäre mal ein zicker Double gewesen. Faken wir nur. Nice. Nice gemacht mit dem Double. Er wollte da bumpen. Aber diesmal nicht, Junge. Diesmal nicht, Alter. So, nächstes Spiel. So, Leute, zweite 1 gegen 1 gegen den Fair D. Mal gucken, ob der wirklich so fair ist.
Habe ich ja noch nie erlebt, glaube ich, beim Rocket League-Spieler, dass er fair spielt. Obwohl, ja gut, was ist schon fair, ne? Schade. Er wäre da fast vorbeigesprungen. Oh gut, ich krieg den Boost, ey. Ja. Und wieder, ne? Und wieder, ey, Junge. Ich muss ganz tief durchatmen, ehrlich. War das schön über mich. Aber weißt du, ich kann ihn da nicht mal rammen, ne? Also, kann ich einfach nicht. So, ey, boah, dieses dreckige Fick-Nuttenspiel, ne? Boah. Oh, das haben wir eigentlich sehr, sehr schön gemacht, ey. Mann, ja, und jetzt kriegt er auch noch den Boost, ey. Weiß, es ist einfach so unbelohnt, ey. Ey, Junge. Boah, sehr schön gemacht eigentlich. Aber siehst du, wieder trifft er mich, ne? Ey, Junge. Es macht... Und versuch mir mal bitte zu erzählen, dass das kein Luck war. Dass das nicht einfach pur Luck war. Alter, ey. Ja, ich glaube, ich krieg ihn noch nicht mal rein. Aber so, nice gemacht. Boah, ey, Leute, dieses Spiel, ey. Wieso spiele ich das? Wieso habe ich mich nicht für Minecraft entschieden, ey? Nein, ich spiele fucking Rocket League. Das war natürlich scheiße von mir, aber wer rechnet denn bitte auch mit so einem dreckigen Platin-Schuss, ey? Wir bleiben dran, weil wir haben auf jeden Fall genug Boost. Er klaut alle Boost, die da sind, so. Schön geblockt. Oh, ey, ich bin wieder zu blöd, das Ding zu treffen. Und wieder trifft er mich. Ey. Und zwar völlig lucky, ne? Ist drüber. Ich hab zu wenig fucking Boost. Okay, den hätte ich fast sagen können. Hol den Boost. Nice, er holt den Boost. Auf ihn ist Verlass. Wie kann man auch da den Boost holen? Tut mir leid, Alter. Ist doch klar, dass ich da nach innen ziehe und Free Goal hab. Alter, ey. Gott sei Dank, ey. Es hat Kick of Goal von ihm gerade wieder ausgeglichen, ey. Boah, seine Wave Dash Kick Offs sind das. Er ist so früh am Ball. Aber trotzdem, ganz ehrlich, Leute, da gehört immer noch eine ganz, ganz große Portion Glück dazu, dass die natürlich ins Tor gehen, ne? Wenn ich das mal so sagen darf. Natürlich kriege ich den scheiß Boost nicht. Ja, ich muss drauf. Nice. Boah, ey, anstatt da mal der Boost spawnt. Alter, ich hätte fast nicht mehr reingekriegt, ne? Nice, okay, go off, ey. Oh, scheiße. Ja. Ja.
Ah, ey, einmal nicht den fucking Booster bekommen, ey. Nice, nice, cool. Können wir jetzt bitte aufhören mit den Chess Kick of Goals? Die Schnauze voll, ey. Nice um ihn rum. Bringt mir aber trotzdem erstmal gar nichts. Schade. Oh Gott, ey. Also Rocket League fuckt einfach nur ab. Tut mir leid. Rocket League 1 gegen 1 fuckt einfach nur ab. Einfach vollkommen übertrieben, ey. Och, den, ey. Wie soll ich den denn bitte verwerten, ey? Oh Gott, ey, wie berühre ich den? Er wollte den da direkt machen. Junge, wie blöd kannst du sein? Wie blöd kannst du sein? Alter! Nochmal hoch zu gehen. Oh, scheiße. Oh, wäre ich mal hinterher geflogen. Der hätten nicht gehabt. Der hätten einfach nicht gehabt. Oh, scheiße. Falsch rumgeflippt. Oh, diesmal ist er dann nicht für den Boost gegangen. Komisch. Ja, okay, Junge. Ich habe Zeit. Nicer Pinch. Und an so Situationen merkt man, Leute, dass das Spiel gegen euch spielt. Wenn ihr so Situationen habt, dann geht lieber off. Ich schwöre, dann spielt das Spiel gegen euch und gegen das Spiel kann man nun mal nicht gewinnen, ey. Ja, letztes Spiel. So, Leute, ich glaube, das ist der gleiche von dem ersten Spiel, ne? Ja, ich meine schon. Ich meine schon. Oh, schade, ey. Einmal so, aber kann ich gar nichts mit anfangen. Wie wollen wir hier jetzt den Boost? Oh, schön aufs Tor gekriegt, aber... Oh, ey, Junge. Guck mal, ey, ich bump ihn, er bumpt mich. So, mein Bump war dann wieder so gar nicht effektiv. Seiner befördert mich einfach wieder ins Nirvana, ey. Boah, ey, dieses Spiel, ey. Schade. Ich passe ihm halt nochmal zurück, Alter, wie. Oh, Junge, ich wollte ihn faken einfach. Ey, Junge. Oh, vielleicht kriegen wir den Double. Ja. Einfach genau auf ihn, ne? Ja, Gott sei Dank, ey. Nein, 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 komm schon, nein.
Und wieder, ne? Hätte Kickoff-Goal werden können. Aber er schubst mich halt mit 100% Luck wieder weg. Alter. Aber nicht. Stark, ey, nur rausgeholt. Puh. Ja, da kann ich nichts machen. Na, ich habe erst gedacht, ich hole den Bump, aber dann doch lieber zurückgezogen. Puh, das war wieder ganz knapp. Das sollte eigentlich ein Tor sein, ja. Mal ist irgendwo rein. Ist nicht einfach, so einen spitzen Winkel haben wir eben, aber ist gut gegangen. Und wieder rammt er mich so, dass ich nichts machen kann, ne? Ja, kann ich nicht viel machen. Mann, ey. Ja, der Winkel war noch ein bisschen spitzer. Boah, er kann auch mal reingehen, so weit, aber wenn man halt kein Glück hat. Mein Gott, ich wollte den gar nicht annehmen, ey. Ich wollte eigentlich eher Dribble machen. Boah, schade, ey. War eigentlich geil gemacht, so dann ins kurze Eck zu flicken. Ja, ja, Alter. Ich dachte, der geht wieder raus, ne? Ich dachte, der geht wieder raus. Nice. Oh, er wird jetzt aggressiv. Ja, er wird sehr, sehr aufmüpfig. Ich habe extra gebremst, ey, verdammt. Aber der wird nicht genug Zeit haben. Zumindest nicht, um den direkt aufs Tor zu kriegen. Na, er wird jetzt sehr, sehr vorsichtig auch. Bring ihn einfach nur aufs Tor. Ich habe keinen Boost. Ich kann nichts machen gerade. Oh, komm ich nicht mehr hin, ey. Mann, ey. Oh, ich wollte. Ja, wäre der Schuss effektiver gekommen, dann hätte ich da eine Chance gehabt, ey. Oh Mann, ja, ich habe mir da wieder selber versaut. Ganz ehrlich, geht nicht Aerial, Leute. Ich meine, es geht einfach nicht Aerial. Bleibt auf dem fucking Boden immer. Ey. Oh, und dann immer so ein Kickoff, ey. Ja, ich muss jetzt alles hier versuchen, ja. Mein Gott, ey! Ja, Leute, scheiß drauf. Hat nicht so viel Bock gemacht. Boah, ey, ich brauche ein anderes Spiel, Leute, ehrlich. Rocket League fuckt einfach nur ab. Es fuckt einfach nur brutal ab. Ihr müsst euch ja vorstellen, Leute. Mich würde Rocket League... Also, es liegt natürlich auch viel an meinem Skill. Ne, ganz ehrlich. Und dass ich halt gerade auch einfach so formmäßig überhaupt nicht drin bin in Rocket League. Aber ich muss halt ganz ehrlich sagen, dafür habe ich einfach nicht die Zeit.
im Moment. Ich zocke Rocket League wirklich ausschließlich nur zur Aufnahme, einmal die Woche oder zweimal die Woche entsprechend halt. Und mehr zocke ich Rocket League nicht. So, weil ich einfach nicht mehr Zeit habe. Und ganz ehrlich, da zocke ich lieber irgendwas, wo man auch ohne da 1000 Stunden drin zu versenken viel drin reißen kann und wenigstens dann Spaß dabei hat, als dass ich hier Rocket League spiele, wo man natürlich echt viel trainieren muss, um überhaupt am Ball zu bleiben, sag ich mal. Und dann hier jedes Mal einfach so frustriert aus dem Spiel rausgehe, ganz ehrlich. Rocket League fuckt mich einfach nur ab. Und wie gesagt, da liegt natürlich viel daran, dass ich eben keine Zeit habe und entsprechend nicht mein Skill aufrechterhalten kann. Weil Rocket League ist einfach ein Spiel, was gespielt werden muss. Wo man wirklich dranbleiben muss, wo man drinbleiben muss regelmäßig, damit man da halt am Ball bleibt und ich sag mal kontinuierlich auch gute Leistungen erzielt oder ein gutes Outcome, gutes Ergebnis eben hat. Und dafür habe ich aber leider keine Zeit, Leute. Und dafür fuckt mich dann einfach zu sehr ab. Und wer mich kennt, der weiß, meine Psyche ist sowieso nicht die beste. Und deshalb schlägt das schon sehr, sehr, oder deshalb fällt das schon sehr, sehr ins Gewicht. Und wie gesagt, kann ich mir einfach nicht leisten, sowas. Aber mal schauen, Leute. Das war es erstmal mit Champions Alltag für heute. Wir sehen uns demnächst wieder bei Lucky in Spawn oder Lucky in Stone, Freunde. Haut rein.